So, hallo, dann fange ich heute direkt mit einem Disclaimer an. Heute geht es nicht ums Rollenspielen. Es geht darum, eure Spieler zum Wahnsinn zu treiben. Wenn ich mich an meine besten Sessions erinnere, als Spielleiter oder als Spieler, dann war es immer so, dass entweder meine Spieler auf wenigen Trefferpunkten nur noch waren, dass sie genau überlegen mussten, was sie als nächstes tun, damit sie nicht draufgehen, dass sie sich keine dumme Entscheidung mehr erlauben konnten, dass sie wirklich ja, sich zusammenreißen und konzentrieren mussten und zusammenarbeiten mussten und das Beste sein mussten, was sie sein konnten. Und genauso ist es mir als Spieler ergangen. Also es hat mir immer besonders Spaß gemacht, wenn es richtig knapp wurde, wenn ich mir Sorgen gemacht habe, dass mein Charakter überlebt. Hallo, mein Name ist Martin Schröer von D20 Sounds und ich starte mit einem kleinen psychologischen Exkurs. Es geht nämlich um das Wort Kompetenz erleben. Das klingt erstmal ganz abgefahren, aber es heißt einfach nur, dass man erleben möchte, wie kompetent man sein kann. Und wenn ihr an eure Arbeit denkt, zum Beispiel, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn der Chef wirklich eine schwierige Aufgabe hat und ihr habt die erledigt und kriegt dann nachher eure Belohnung, vielleicht in Form eines Lobes oder eines Bonuses, dann ist das eine richtig coole Sache. Wenn ihr nachher gelobt werdet und habt den Eindruck gehabt, oh, ich musste mich gar nicht anstrengen, dann wirken diese Sachen, diese ganzen Lobeshymnen auf euch vielleicht sehr fad. Und genauso ergeht es euren Spielern. Das heißt, wenn die sich richtig anstrengen müssen, wenn die alles aus sich rausholen müssen, dann haben sie auch den Eindruck, dass sie wirklich ja, kompetent genug waren, dass sie sich das verdient haben, sich freuen zu dürfen. Und wenn es aber zu leicht oder zu schwer ist, also erstmal zu leicht ist, dann fühlt sich das auch wieder, so ein Sieg fühlt sich dann sehr fad an. Wenn man seine Kompetenzen nicht anwenden muss, wenn einem der Sieg geschenkt wird, dann wird es irgendwie, ja, dann nimmt man ein Lob gar nicht richtig ernst, oder? Also in den meisten Fällen durchschauen wir das doch. Boah, das war jetzt ja einfach. Dieser Endgegner, dieser Boss, das war doch eine Lusche. Das macht doch keinen Spaß. Und ihr könnt mir glauben, wenn eure Gruppe mit Leichtigkeit einen Endgegner besiegt, dann wird sie sich beim nächsten Mal auch gar nicht mehr so richtig anstrengen. Ja, der große Boss war doch eine Kleinigkeit. Ja, gerade sie wird sich daran gewöhnen, dass sie nicht mehr so viel geben muss. Und das Spielen wird nach und nach immer blasser und fader. Na, wenn es zu schwer ist natürlich. Wenn eure Spieler den Eindruck bekommen, dass sie überhaupt nichts erreichen können. Also es geht nicht darum, dass sie einmal die Idee haben, oh, jetzt haben wir das nicht gut gemacht, sondern permanent immer wieder zurückgeworfen werden, dass alle Erfolge, die sie tätigen, irgendwie nichtig sind. Dann fängt es irgendwann an, dass es keinen Spaß mehr macht. Am Anfang scheint es noch wie eine Herausforderung. Aber nach und nach wird es auch hier so, dass man denkt, ich kann ja machen, was ich will. Und daraufhin sinkt natürlich die Motivation. Man möchte ja irgendwas erreichen. Man möchte ja zum Beispiel ein Abenteuer schaffen oder ja, irgendwie den Endboss besiegen oder sonst irgendwas. Und es klappt nicht. Es kann nicht klappen, weil der Spielleiter einem immer wieder neue Hindernisse im Weg liegt. Und wenn es so schwer ist, und wenn man denkt, dass man es überhaupt nicht schaffen kann und dann überlegt, dass man auch gar nicht mehr die Kompetenz hat, das zu schaffen, dann wird es genauso unangenehm, als wenn es zu leicht ist. Manchmal ist es ja aber nicht leicht, irgendwie genau die Balance zu finden. Und ich habe dafür, genau dafür habe ich auch ein paar Tipps mitgebracht aus dem richtigen Leben sozusagen, aus dem richtigen Spielerleben natürlich. So, wann ist es denn genau richtig? Also, genau richtig ist natürlich, wenn man für seinen Sieg schwitzen muss, wenn man seinen Hirnschmalz benutzen muss, wenn man sich überlegen muss, welche Taktik man fährt, wenn die Gruppe wie Zahnräder ineinander greift und richtig gut funktioniert, dann ist es richtig gut. Und das muss sie auch. Ja,
Ihr solltet sie nicht dafür belohnen, dass sie irgendwie huschi-buschi spielt und das gar nicht vernünftig macht und dann trotzdem irgendwie einen Sieg erringt. Lasst sie ruhig verlieren, wenn sie sich nicht anstrengen. Zumindest so ein bisschen. Ja? Sie können ja in Gefangenschaft geraten oder irgendwelche neuen Hindernisse finden, wenn sie sich nicht richtig anstrengen. Also es sollte schon schwerer werden dann. Ihr könnt euch ja mal vorstellen, ja, der kleine Hobbit hätte irgendwie, Frodo hätte den Beutel, den Umhang gehabt von Harry Potter, hätte seinen Ring genommen, wäre einfach an den durch Mordor durch zum brennenden Berg gegangen und hätte den Ring da unten reingeschmissen. Buch zu Ende, Film vorbei und keiner guckt sich's an. Es ist nicht spannend. Ja, Frodo musste zum Schluss noch, nachdem er sich völlig fertig den Berg hochgequält hat, noch mit diesem Wesen, mit Gollum noch kämpfen und mit sich selbst auch noch kämpfen. Das war spannend. Wird er das überhaupt schaffen? Selbst wenn er Gollum besiegt, wird er es überhaupt schaffen, dass er den Ring abgeben kann? Ja, das war keine leichte Sache. Der war am Ende, der hatte 2 Trefferpunkte noch oder sowas. Und war auch psychisch völlig durch und seine Willenskraft war vom Ring aufgeweicht. Man wusste nicht, wie das funktionieren kann. Ja, und dann hat vielleicht auch der Zufall ein bisschen geholfen, dass es klappt. Und dann war die Geschichte spannend. Und erinnert euch vielleicht, währenddessen stand das restliche Heer der Guten umgeben von Tausenden von Dienern von Sauron in der letzten Schlacht und dachte, jetzt ist es vorbei. Alles wurde richtig spannend. Und so darf auch eine Herausforderung sein, wo man nachher denkt, ja gut, das war jetzt Kompetenzerleben. Daraus gehen wir gestärkt hervor. Wir haben gesehen, wir haben diese Kompetenzen und dann macht es auch richtig Spaß. So, jetzt gibt es noch ein Disclaimer. Natürlich muss nicht jede Session so sein. Ja, es gibt Sessions, die sind vielleicht mit mehr Kampf. Es gibt Sessions, die sind wichtig fürs Rollenspiel. Manchmal muss man auch einfach in der Stadt abhängen. Manchmal muss man einfach nur in eine Kneipe gehen und ein bisschen Leichtigkeit erleben. Das gehört alles zu. Aber darum geht es gerade nicht. Es geht jetzt gerade um die Stellen, wo ihr es euren Spielern richtig schwer machen könnt. Manchmal finde ich es eine super Idee, wenn meine Gegner, die ich als Spielleiter habe, einen festen Zeitplan haben. Natürlich können sie von dem Zeitplan auch mal abweichen, wenn irgendwas von außen passiert, was sie davon abhält, den wirklich gut einzuhalten oder wo es klüger ist, abzuweichen. Aber es ist gut, wenn sie einen Zeitplan haben. Und wenn eure Spieler an einer Stelle sehr bummeln, dann können sie zum Beispiel nicht mehr die Schmuggler erwischen, weil das Schiff schon ausgelaufen ist. Und dann schaffen sie es nicht mehr. Und dann müssen sie sich was anderes überlegen. Dann merken sie, okay, wir haben das herausgezögert, wir haben gebummelt, wir haben uns nicht angestrengt. Unser Gegner ist uns jetzt ein Stück weiter voraus. Es wird schwieriger, den zu bekommen. Natürlich sollten sie auch wieder eine Chance bekommen, aber sie sollten auch ganz klar merken, okay, es gibt hier was. Und das macht dieser Zeitplan. Wenn mittwochs das Schiff ausläuft und die Charaktere kommen Donnerstag dahin, dann ist es halt weg. Manchmal ist es ja auch so, bei irgendwelchen Modulen, die man hat, dass die Charaktere irgendwo hinkommen und dann passiert automatisch irgendwas Bestimmtes. Ob die jetzt Dienstag oder Mittwoch kommen, ist dabei völlig unwichtig. Ich finde aber, das hat schon eine gewisse Wichtigkeit. Nicht immer und nicht überall, aber es hat oft eine gewisse Wichtigkeit, wenn es nämlich spannend werden soll. Ich habe mal dieses Modul gespielt, auf der Spur des Attentäters, ein ganz altes, ich glaube sogar noch D&D-Modul, erste oder sowas, oder AD&D, ich weiß es nicht mehr genau. Und da hatten die Assassinen, die Attentäter, hatten einen Zeitplan. Und wenn die Spieler angefangen haben zu bummeln, dann ist irgendwas passiert. Ja, dann wurde jemand umgebracht, irgendjemand Wichtiges. Und der letzte große Schritt war, dass irgendjemand ganz Wichtiges umgebracht wurde. Ich hatte das Abenteuer nicht mehr so gut im Kopf. Und dass dann im Prinzip die Spieler verloren hatten, weil das, was passiert war, war nicht mehr rückgängig zu machen. Was auch schön ist, ist, dass der Gegner, ja, ich sage jetzt mal, immer Nachschub bekommt und immer mächtiger wird. Das ist auch ein schöner Roman von Douglas Niles. Ich weiß nicht, ob ihr die Moonshade-Trilogie kennt. Da hat ein Priester einen Gegenstand. Ich glaube, er heißt das Herz von Kazgoroth. Und
mit diesem Gegenstand kann er einen bestimmten Zauber, nämlich Tote erwecken, immer wieder zaubern. Das heißt, wenn die Charaktere nicht anfangen, sich darum zu kümmern, dass der dieses Artefakt verliert, dann wird er immer mächtiger, weil immer mehr Untote zu seiner Armee gehören. Und irgendwann ist die Untotenarmee so groß, dass man nichts mehr dagegen macht. Dann sind sie in der Übermacht. Dann kann man nur noch die Insel verlassen oder sowas. Also Gegner, die sich verändern, können sehr spannend sein. Ich hatte mal ein Abenteuer, wo in einem Haus mitten in einem Gewitter eine Art Schlangenwesen geboren wurde, was auch ja, immer mächtiger wurde. Und es war schon klar zu sehen, dass die Charaktere gegen dieses Wesen, wenn es ausgewachsen ist, überhaupt nicht gewinnen können. Deswegen mussten die sich beeilen. Es gab einen Druck und es gab kaum Ruhepausen für die Charaktere. Das hat es sehr spannend gemacht. Meine Spieler damals waren sehr begeistert davon, dass sie irgendwie immer außer Atem waren. Und sie mussten immer weiter. Und ja, schon auf den letzten Loch pfeifend, das war sehr schön. Und sie wussten, wenn sie es nicht schaffen, das Ball zu besiegen, dann ist es so mächtig, dass sie es nicht mehr hinkriegen. Was so ein cleverer Gegner ja auch machen kann, ist die Helden mit Schlafentzug bestrafen. Das heißt, die Helden legen sich zur Ruhe, und ich spreche jetzt mal von D&D, und wollen eine lange Rast machen und sich erholen und wieder ihre Trefferpunkte und ihre Zauber und so weiter auffrischen und ihre Fähigkeiten. Und jedes Mal, wenn sie sich hinlegen und ausruhen, gibt es einen kleinen Scharmützel. Nicht viel, aber so, dass alle vielleicht helfen müssen. Das heißt, sie müssen sich danach wieder hinlegen und die Zeit fängt von vorne an. Aber alle 1-2 Stunden kommt jemand vorbei und stört. Das kann wirklich sehr zermürbend sein. Irgendwann werden sie merken, okay, wir können hier nichts machen. Ich hatte das auch mal in einem Abenteuer, habe ich das auch gemacht. Das ist wirklich sehr erfolgreich gewesen, würde ich sagen. Da gab es einen Vampir, der ist immer nur kurz aufgetaucht, nachts, und hat die Charaktere einmal kurz gepiesackt. Der war natürlich total mächtig und die hatten eigentlich auch keine Chance gegen den, wenn sie alleine waren. Ja, aber so mussten immer alle wach sein. Und dann haben sie sich entschlossen, okay, das schaffen wir nicht. Wir nehmen immer Schaden, der regeneriert das wieder. Und wir müssen jetzt irgendwas machen. Und dann ging die Geschichte weiter. Aber sie war natürlich schon ziemlich runter und es war schon sehr spannend. Das sind so gute Tricks, finde ich, die ich gerne nutze, um wirklich, ja, diese Sachen zu durchbrechen, dass die Charaktere dann eben mal, ja, wir machen wieder eine lange Rast, dann sind die wieder alle fit und dann haben die wieder alle Fähigkeiten. Dann sind die ja manchmal, je nachdem, was man da so hat, sind die kaum zu besiegen. Und oder nur mit irgendwie mit einem Monster, was eine große Wahrscheinlichkeit hat, dass es ein total die Party einfach umbringt. Ja, so kleine Sachen immer wieder reinschieben, kann wirklich sehr unangenehm sein und sehr zermürbend. Und die Charaktere dazu bringen, auch mit wenigen Trefferpunkten loszuziehen und dann natürlich, um ihre Charaktere zu bangen. Ein weiterer Punkt, ein weiterer Spielertipp oder Spieltipp für euch ist, was passiert denn, wenn die Gegner in einer Umgebung sind, die für sie gut ist? Ich hatte neulich, als in der Spielrunde war, haben wir Saltmarsh gespielt. Dann kamen aus dem Moor irgendwelche Gestalten raus. Und man konnte denen eigentlich nicht folgen. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen. Zum Beispiel, ihr habt eine Gruppe von Menschen, keiner kann im Dunkeln sehen. Es kommen irgendwelche Dunkelelfen oder irgendwelche anderen, können ja auch Orks sein, einfach die eine Nachtsicht haben. Oder es gibt einen dichten Nebel. Der Sehsinn ist nicht ausgeschaltet, aber stark eingeschränkt. Ein Wesen, was jetzt, oder ein Monster, was mit Gehör arbeitet, kann die Spieler immer noch gut orten und schnelle, kurze Angriffe machen, die sehr nervig sein können. So macht man relativ schwache Monster stark. Oder ein paar Goblins können einfach Pfeile schießen. Blind. Mal treffen sie nicht. Aber dass sie getroffen werden, ist noch wesentlich unwahrscheinlicher, wenn sie nicht gehört werden. Ein anderer Sinn, den man auch noch beeinflussen kann, ist das Gehör. Das klappt natürlich durch so magische Stille oder aber auch im Gegenteil sehr laute Umgebungsgeräusche. Dann
kann man auch mit schwachen Gruppen Charaktere oder Helden angreifen und gute Erfolge haben und die wirklich zermürben und es denen schwer machen, weil die vielleicht einfach irgendwelche anderen Sinne haben, die den Charakteren oder den Sinnen der Charaktere überlegen sind. Und dann ja, kriegt man sie schlecht irgendwie zu fassen. Also laute Umgebung, irgendwas, was sich anschleichen kann, was vielleicht über die Vibrationen des Bodens spürt, wo die Charaktere sind. Das hat super gute Chancen, die zu ärgern. Okay, das waren meine Spieltipps für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Falls ja, dann lasst doch mal ein Like oder einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut, bis bald, euer Martin. Ciao.